Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei einem neuen Tutorial zum Thema Cosplay, Autodrive, Fahrzeugverband. Werden wir euch heute ein bisschen was zeigen. Und wenn ich von wir spreche, dann wisst ihr natürlich, wen ich meine. Ich meine den lieben Willi. Hallo Willi. Hallo Mario. Und mich in dem Fall. Und ein kleiner Dank und Gruß geht natürlich an Tensuko, mit dem haben wir vorhin im Discord gesprochen. Tensuko aus dem Cosplay-Team hat uns ein paar Do's und Don'ts noch mitgegeben auf dem Weg zum Thema Fahrzeugverband. Vielen Dank dafür. Und ich würde sagen, wir steigen mal grundsätzlich ein. Was ist der Fahrzeugverband? Also, wir haben hier ein relativ großes Feld, aber nur kleine Drescher zur Verfügung. 5 Meter hier in dem Fall und mit dem Schneidwerk. Und da hinten seht ihr, wir haben 2 weitere kleine Drescher mit 5 Meter Schneidwerken. Und das ist genau der Plan dahinter, dass wir einen Kurs generieren, der dafür sorgt, dass alle 3 Drescher nebeneinander, also im Versatz natürlich nebeneinander, über einen Kurs fahren und gemeinsam dieses Feld ernten, damit man eben nicht 20 Stunden an so einem großen Feld zugange ist. Es ist so, jetzt sagt ihr auch, dann nimm einfach einen größeren Drescher. Das sind 5 Meter. Es gibt 13, 15 oder 18 Meter Schneidwerke, dann hast du das auch. Stimmt, kann man auch machen. Aber natürlich geht es auch darum, dass ihr noch größere Felder, noch größere Welten umbauen könnt und noch größere Karten eben dreschen könnt. Und dafür wollen wir euch das zeigen, wie man im Fahrzeugverband arbeitet. Das, was wir hier machen mit diesem Fahrzeugverband, geht auch genauso gut mit anderen Geräten. Das heißt mit Sämaschinen, mit Grubbern. Das könnt ihr alles damit einstellen. Alles, was Cosplay kann, kann es auch eben im Geräteversatz, sprich in einem Geräteverbund. Wir machen das jetzt hier mit den Dreschern, weil das auch relativ oft auf den Feldern zu sehen ist, dass mehrere Drescher auf dem Feld sind. Und haben ganz viele von euch auch gewünscht. Wie funktioniert das jetzt grundsätzlich? Wir sagen Cosplay. Pass auf, du hast dieses Gerät, das errechnet sich ja automatisch in der Regel die Arbeitsbreite und wir sagen, es sind 3 davon unterwegs. Dabei ist daran zu denken, dass diese Arbeitsgeräte, ob das jetzt die Haspel ist oder also das Schneidwerk oder ein Grubber oder eine Sämaschine, dass die die gleichen Arbeitsbreiten haben. Ne, das ist wichtig, dass die identisch sind, weil es eben ein Kurs ist, der die Geräte eben verdreifacht, in dem Fall, weil wir 3 Geräte haben. Wird gleich bestimmt klarer, wenn wir den Kurs einmal einstellen. Ja, und jetzt kommt Tipp Nummer 1. Wenn ihr den Kurs für das Feld generiert, dann solltet ihr eine Längsbahn nehmen und nicht in einer Ecke vom Feld anfangen. Oftmals funktioniert das, dass man das so tut. Das habe ich früher auch immer gemacht. Mittlerweile hat Willi gesagt, besser ist, an einer geraden Kante anzufangen. Und ja, warum auch nicht? Das können wir durchaus machen. Dann gehen wir mal in die Kursgenerierung rein. Das ist das Übliche erstmal. Ihr erstellt einen Job, CP Feldarbeit. Eine Zielposition brauche ich nicht. Die liegt ja hier direkt auf dem Drescher. Aber ich brauche eine Feldposition, auf der ich anfangen möchte. Und wir nehmen einfach die hier. Und dann seht ihr schon, wird das Feld ausgewählt und der Feldrangkurs passt. Da möchte ich was generieren. Und zwar nehme ich den Kursgenerator mit drauf. Hier seht ihr schon, haben wir Fahrzeuge auf dem Kurs 3 ausgewählt. Das steht ja in der Regel auf 1. Wir haben 3 verwendet und wir haben gesagt, Anzahl Vorgewände 1. Wir kommen ja mit 3 mal 5 Metern auf 15 Meter. Dann haben wir 15 Meter Vorgewände. Das soll wohl reichen, damit die Drescher dann später da drehen können. Die sind ja auch nicht so groß. Ja, und ansonsten stellen wir gar nichts anderes ein. Das lassen wir jetzt erstmal hier. Sagen generiere Feldkurs. Und dann seht ihr schon im Hintergrund, Startpunkt ist hier, Stopppunkt ist hier. Das heißt, die werden hier einmal rumfahren und werden dann auf den Längsbahnen hier quer anfangen, bis sie dann hier hinten ausgekommen sind. So der Plan. Speichern. Ganz wichtig. Was passiert denn, Willi, wenn ich den Kurs jetzt nicht speichere, sondern temporär drin? Das geht ja eigentlich auch, ne? Für den einen Drescher geht's, aber wir müssen den gleichen Kurs in die anderen beiden laden. Und dafür müssen wir ihn ja vorher speichern. Genau, und genau das machen wir jetzt auch. Ich habe jetzt den Kurs natürlich in diesem Drescher drin.
seht ihr hier. Und habe eigentlich auch schon alles eingestellt. Ihr seht, da vorne steht ein Abfahrer. Mal kurz das AD-Setting. Der Abfahrer hier hat einen Kurs, und zwar hat er hier Fail 70 einen Punkt. Feed and Grain hat er einen Punkt, und dann kann der hier immer im Kreis fahren. Also das ist alles, was er an AD hat. Das ist auch nur für Demonstrationszweck in dem Fall. Natürlich muss das aber bei AD in diesem Fenster ausgewählt sein, und zwar bei jedem Drescher. Ne? Das ist der Feldpunkt 70, damit der Abfahrer eben weiß, was er abfahren soll. Ja, und dann haben wir hier Feld 70, 3x5 Meter, das ist der Kurs, Arbeitsbreite 5 Meter, stimmt. Erster Wegpunkt soll er anfangen. Und jetzt kommen wir zur Position. Wenn die nebeneinander fahren, dann gibt es natürlich einen Kurs, der ist in der Mitte. Ja, das seht ihr hier, wenn ich hier durchklicke, Mitte. Dann gibt es einen Kurs, der ist rechts eben von der Mitte. Und einen Kurs, der ist links von der Mitte. Das heißt, sinnvollerweise, wenn ihr im Fahrzeugverband fahrt, im Uhrzeigersinn, weil das Rohr auf der linken Seite ist, dann solltet ihr auch zur Feldaußenkante zeigen mit dem Rohr. Fangt ihr natürlich mit links 1 an und macht dann den mittleren und dann den rechten. Es ist nämlich wichtig im Fahrzeugverband, dass diese drei Fahrzeuge nacheinander eingestellt werden. Erst der erste, der außen fährt, dann der mittlere, dann der rechte. Wenn ihr gegen den Uhrzeigersinn fahren würdet, wäre das andersrum. Dann würdet ihr rechts 1, Mitte und links 1 einstellen. Überlegt also bitte, wie die fahren sollen. Wichtig hier an der Nummer ist, dass ihr bis zu 5 Fahrzeuge sind derzeit bei Courseplay möglich, dass man die auf dem gleichen Kurs fahren lässt, und dann habt ihr eine Perlenkette von 5 Geräten. Also links 2, links 1, Mitte, rechts 1, rechts 2. Sofern ihr im Uhrzeigersinn fahrt. Und Tensuka hat uns gesagt, der erste hier ist auch derjenige, der das bestimmt. Der fährt los und von da an bestimmt der, was die Hinteren tun, dass die da mitfahren und dass die stehen bleiben. Es ist nämlich so, dass dieser komplette Verband aneinander gebunden ist. Wirklich wie eine Perlenkette mit einem bestimmten Abstand, ohne Frage. Aber die sind im Prinzip so wie diese Hundeleinen. Kennt ihr die, die so automatisch auseinandergehen wie so Gummileinen? Und irgendwann ist aber Stopp. Die haben diese 25 Meter und an diesen, oder ich weiß gar nicht, was haben wir jetzt gerade eingestellt, Willi, weißt du das? Nö, auswendig nicht. Ich guck mal rein. Wo war das mit dem Abstand? Da, Fahrzeugverband Entfernung. Die stehen also auf 50 Meter. Bedeutet, dass die eben 50 Meter Abstand voneinander halten. Das ist, glaube ich, auch für die Drescher durchaus okay. Die könnten wahrscheinlich sogar ein bisschen weniger. Aber je größer die Drescher sind, desto besser ist es, wenn ihr ein bisschen Abstand haltet dazwischen. Ich glaube, ich stelle den an, Willi. Jo. Was im Gegensatz zum 19er jetzt auch anders ist, sobald ein Fahrzeug dieses Verbands anhält, zum Beispiel der Drescher jetzt, der voll ist, halten alle anderen Fahrzeuge des Verbandes automatisch an. Es kann euch also nicht mehr passieren, wie es im 19er oft war, dass denn der Verband quasi auseinandergefallen ist, weil einer allemann weitergefahren ist. Genau. Und irgendeiner aus dem Verband ist stehen geblieben und dann passt auf mal die Reihenfolge nicht mehr und die haben sich nachher über den Haufen gefahren. Also hier gibt es nur entweder fahren alle oder alle warten. So ist es, genau. So, ich habe jetzt den mittleren schon angestellt. Jetzt kommt der nächste. Auch bei dem werde ich natürlich diesen Kurs laden. Ist ausgewählt, Kurs laden, aktivieren. Dann könnt ihr wieder raus in das HUD. Und da ist es natürlich wichtig, erster Wegpunkt habe ich bei allen dreien eingestellt. Der erste hat links 1, der zweite hat Mitte und der dritte hat natürlich rechts 1, damit die entsprechend die Kursposition haben. Feld 70 haben alle drei bei Autodrive eingestellt, weil die eben mit diesem Abfahrer, diesem einen, kommunizieren sollen. Und wenn ich den jetzt hier starte, den letzten, dann, habt ihr gerade gesehen, geht es da vorne los. Und alle drei Drescher werden sich ihren Weg zum ersten Wegpunkt suchen. Ich empfehle euch, die durchaus in so einem Abstand auch einzustellen, hinzustellen. Wir haben durchaus erlebt, dass die zwischenzeitlich versucht haben, sich irgendwie aneinander zu rangeln. Ein bisschen Abstand tut ihnen auf jeden Fall gut, dass ihr die in der Reihenfolge einstellt. Es kann sein, dass sie sich auch so finden, aber gebt denen mal ein bisschen Platz.
Da seht ihr schon, der fährt jetzt nah dran. Keine Sorge, haben wir schon im Test erlebt. Funktioniert. Trotzdem, er wartet jetzt die 50 Meter und dann geht es gleich auch bei dem hier los. Ja, da hinten hat schon einer das Rohr ausgefahren. Wahrscheinlich, ja, wir haben, wie gesagt, wir haben schon getestet, die waren nicht ganz leer. Deswegen kann das schon sein, dass der Abfahrer hier losfährt. Der wird jetzt natürlich versuchen, irgendwie um die Drescher und um die Ecke hier rumzukommen. Das ist eben dieses Gesetz der ersten Bahn, der Feldaußenkante. Da tun sich alle Helfer und Sucher etwas schwer. Also bitte nicht verzweifeln, wenn die erste Bahn auch bei euch etwas holprig stattfindet. Da muss man ein bisschen Geduld haben. Aber ich glaube, der hat jetzt hier doch ganz gut seinen Weg gefunden, oder? Ja. Ist ja auch ein bisschen Platz an der Seite. Ich glaube, ich habe die nicht eingestellt, dass die anhalten. Guck mal. Der fährt doch tatsächlich daneben her weiter und tankt währenddessen ab. Wie großartig ist das denn? Gut, irgendwann mit einem Abfahrer wird es irgendwann passieren, dass die anderen auch voll sind. Dann, ich weiß nicht, ob der Abfahrer das schafft, die alle drei fahrend abzutanken. Ja, meine Lieben, ich würde sagen, wir machen hier an der Stelle ein ganz kurzes Päuschen und springen dann gleich wieder rein, wenn die den Wechsel in die Bahnen durchführen. Dann seht ihr auch, dass das entsprechend funktioniert. Und ja, für euch nur ein kurzer Schnitt. Willi und ich quatschen währenddessen ein bisschen. So, meine Lieben, da sind wir wieder. Wie gesagt, für euch nur ein kleiner Schnitt. Wir haben ein bisschen gewartet, bis es hier rumlief und sind selber, also ich bin tief beeindruckt davon, dass das funktioniert. Wir haben die Drescher eingestellt, also ich habe sie stehen lassen auf aktives Abfahren. Das können wir mal eben gucken in den Autodrive-Einstellungen. Also mal eben gucken, dass ich da rankomme. Da kommt schon. So. Also, in den Drescher-Einstellungen aktives Abfahren auf Ja. Das heißt, er tankt wirklich während der Fahrt ab. Dadurch geht das relativ zügig. Der Verband ist auch schon einmal stehen geblieben, weil das eben, wie gesagt, nicht funktioniert, dass alle komplett abfahren, aber relativ wenig. Also die fahren hier schon sehr zügig durch und sehr stringent, ne? Also der Wechsel hat auch gut funktioniert auf die Bahn. Also da gab es, ich habe einfach nicht eingegriffen, ne? Ich kann einfach sagen, die fahren hier einfach durch, ohne dass wir irgendwas tun müssen. Spannend wird jetzt das hier mit der Wende da vorne. Ihr seht, dass hier die beiden schon warten, weil der vorne, der wendet eben dann die 25 Meter auf dem eigentlichen Kurs nicht mehr hat. Und jetzt bin ich durchaus gespannt, ob das hier auch wie gewünscht hinhaut. Aber offensichtlich kommunizieren die gerade durchgehend miteinander. Schon spannend, hier dazu zu gucken, oder? Ja. Aber sie scheinen sogar sinnvoll miteinander zu reden. Ja, ich glaube auch, dass das schon eine ziemlich krasse Nummer ist gerade. Die werden jetzt wahrscheinlich gleich noch so alle drei so ein bisschen stocken, wenn der letzte eben in die Wende geht. Wenn der jetzt rückwärts einschlägt in die Frucht, dann könnte das spannend werden. Ah ne, guck mal, er dreht so. Er muss wahrscheinlich ein Stück zurück, damit er wendekreismäßig ausholen kann. Ja. Ja, wahrscheinlich, damit er hier auf dem Feld bleibt. Aber halbwegs, ah ne, das auch nicht.
Ich würde sagen, die beiden da vorne sind immer jetzt auch weggefahren. Oder vertue ich mich da so mit dem Abstand? So, ein bisschen größer scheint es zu sein. Ja, das Nesthäkchen hat man immer. Ja, spätestens wenn die da hinten, die werden ja sicherlich gleich irgendwann abgetankt werden wollen. Der letzte ist ja jetzt abgetankt. Das heißt, spätestens dann wird der wohl wieder aufholen dürfen. Jetzt sind wir hier 52%. Na gut, da bleibt noch ein bisschen was. Aber liebe Zuschauer, sag doch mal was dazu. Das ist, also ich finde es wirklich abgedreht mit so wenigen Einstellungen. Also wenn ihr noch mal das Video noch mal guckt, jetzt eine zweite Runde, dann seht ihr, wie wenig Einstellungen hier wirklich nötig waren. Wir haben einmal den Kurs gemacht, den haben wir gespeichert, in alle drei Drescher geladen. Ich habe AD drauf eingestellt, nur mit dieser Zahl. Feld 70, klar, der Abfahrer. Ne? Also wenn ihr wissen wollt, wie grundsätzlich AD zu konfigurieren ist, dann guckt oben in das i oder unsere weiteren Tutorials dazu. Also AD-Grundlagen können wir natürlich jetzt hier nicht mehr machen. Aber den haben wir eingestellt. Aber wie gesagt, Kurs erstellt, drei Abfahrer, ein Vorgewende und dann in alle drei Drescher reingeladen und dann nur die Position bestimmt. Startpunkt, erster Wegpunkt, Position links 1, Position Mitte, Position rechts 1. Und dann alle drei starten. Und wer es nicht glaubt, kann ja mal einen Dreifachverband mit dem 19er nochmal aufsetzen. Mit für jedem Fahrzeug extra den Abstand einstellen und durch 17 Untermenüs klicken. Ja. Also, ich glaube es wirklich nicht, dass es so einfach sein soll. Aber offensichtlich funktioniert das hier. Wir sind jetzt bei der nächsten Wende. Die Drescher sind alle wieder zusammengekommen. Ich bin tief beeindruckt davon. Liebe Zuschauer, schreibt es doch mal in die Kommentare. Was meint ihr denn davon? Hat das bei euch auch gut funktioniert? Denkt bitte daran, wenn ihr solche Sachen ausprobiert. Das sind schon sehr komplexe Vorgänge, die hier stattfinden. Und wenn das bei euch nicht auf Anhieb funktioniert, weil ihr am Feld Ecke angefangen habt oder sonst irgendwas oder Bäume im Weg stehen, dann gebt dem Ganzen ruhig nochmal eine Chance. Probiert es vielleicht mit kleinerem Gerät erstmal, mit Grubbern oder sonst irgendwas oder Sämaschinen. Man muss nicht immer direkt dieses komplexe System mit den Abfahrern, mit dem Abfahrer auch noch haben. Aber wie gesagt, ich bin selber überrascht, dass das so reibungslos hier funktioniert. Wir haben einen Test vorher gehabt. Da gab es so zwei, drei kleine Problemchen. Aber wie ihr seht, also wie gesagt, wir haben nur einen Test gehabt, der nicht gut gelaufen ist. Ansonsten mit diesem Setting, mit diesem Aufbau funktioniert das sehr, sehr gut. Und ich kann nur empfehlen, einfach mal sonst das Safe Game zur Seite kopieren. Und einfach mal rumprobieren. Man kann ja beim LS Gott sei Dank nichts kaputt machen. Genau. Wenn man den Spielstand denn kaputt hat, dann holt man sich sein Backup wieder und macht mit dem dann weiter. Das sowieso. Also ich teste ja auch immer nur in einem Testspielstand. Das ist kein normales durchgängiges Safe Game, sondern ich teste das hier natürlich auch erstmal. Und wenn das gut funktioniert, dann gehe ich ganz vorsichtig daran in meine Spielprojekte und nehme es da rein. Ich sage an der Stelle mal ein tiefes Dankeschön an die CP-Entwickler, die das hier schon hingebogen haben, dass das so frühzeitig funktioniert. Man muss ja sagen, 2,5 Monate, noch nicht mal 3 Monate nach Release des Spiels, funktioniert hier schon so viel. Und das im Drescherverband. 3 Fahrzeuge, die hier laufen, die hier Abhängigkeiten haben. Und das Einzige, wie gesagt, für die Fahrzeugverbände im 19er kannten, die fahren nicht einfach weiter und orientieren sich daran, wie der Abstand zum nächsten ist, sondern das ist eine Perlenkette, die gehören alle drei zusammen. Die werden von dem ersten hier ausgelöst, habt ihr auch gesehen, die fahren erst wirklich los, wenn alle drei aktiviert sind. Das ist der große Unterschied zum 19er und ansonsten ist alles einfach einfacher geworden. Alles viel einfacher geworden. Übrigens für die Profis unter euch, kommt kurz vor knapp nochmal ein Tipp, ne? Es ist schade für die, die schon vorher rausgeklickt haben.
Wenn ihr auf diesem Kurs Ladewagen fahren lassen wollt, weil ihr das Stroh sammelt oder pressen oder was weiß ich, müssen natürlich auch drei Pressen auf dem Kurs fahren, die eben die diesen Kurs auch runterfahren. Ihr könnt das ein bisschen tricksen für die Profis unter euch mit einem Versatz, also den mittleren Kurs nehmen, womöglich Versatz. Ne, das geht nicht. Ihr müsst auf dem Kurs müssen drei Geräte fahren. Es hilft nichts. Auf dem Kurs müssen drei Geräte fahren. Also wollt ihr Stroh einsammeln, entweder lasst ihr nochmal ein Schwader rüberfahren mit einem Kurs und sammelt das ein, oder ihr müsst drei Pressen fahren lassen, drei Ladewagen, die das hier einsammeln und auch alle gleichzeitig. Das könnte allerdings spannend werden mit dem AD-Abfahren. Da bin ich mir noch nicht so sicher, wie das funktioniert nachher. Vielleicht geht das aber auch einen Schritt zu weit gerade. Für die einfache Lösung sage ich mal, nehmt einen großen Schwader, schwadet das zusammen, ein neuer Kurs und dann mit dem Ladewagen hinterher. Die Tutorials haben wir schon gemacht, die könnt ihr oben im i sehen oder eben auf ls22tutorials.de. Viel Spaß dabei. Wir sagen tschüss für heute. Tschüss. Ach, guck mal, Willi, guck dir das an, das ist der Hammer. Ja. Alles Gute, bye bye und ade.